Können Sie sich noch an die Reise von ÖVP-Kanzler Nehammer zu Wladimir Putin nach Moskau erinnern? Können Sie sich noch an das Telefonat zwischen ÖVP-Kanzler Nehammer und Wladimir Putin erinnern, welches wenige Wochen später erfolgte? Inzwischen wird immer klarer, es handelte sich dabei um eine reine machohafte Selbstinszenierung Nehammers, die noch dazu als Ablenkungsmanöver von den ganzen ÖVP-Skandalen diente. Groß hat er den Österreichern und der Wirtschaft versprochen, die Gasversorgung ist gesichert. Und nun, Herr Nehammer? Nach Österreich wird weniger Gas geliefert, ebenso in andere EU-Länder, und Frankreich erhält gar kein russisches Gas mehr. Es grenzt schon fast an Ironie von Russland, dass mit einer Sanktion nach der anderen überschüttet wird, zu erwarten, dass es nach wie vor Europa mit Gas beliefert. Und was macht denn Nehammer, der uns eigentlich eine sichere Gasversorgung versprochen hat? Er berief am Sonntag einen Krisengipfel ein. Das Resultat? Österreich wirft ein altes Kohlekraftwerk wieder an. Wie umweltfreundlich, Herr Nehammer. Schwarz-Grün geht damit den gleichen Weg wie Deutschland. In Deutschland hat der grüne Wirtschaftsminister Habeck bereits die Bevölkerung und die Industrie zum Sparen aufgerufen und angekündigt, Kohlekraftwerke stärker zu nutzen. Und prompt folgte auch Österreich. Anstatt dafür zu sorgen, dass genügend Gas vorhanden ist, kommt die grüne Energieministerin Gewessler jetzt mit einer Werbekampagne für den Herbst um die Ecke, in der den Menschen gesagt wird, dass es sich auch in einer um 2 Grad kälteren Wohnung ganz gut lebt und dass man mit Tempo 100 über die Autobahnen fahren soll. Das ist nicht mehr als ein schlechter Scherz. Müssen die Bürger im Winter auch noch ihre Heizkörper ganz abdrehen, um die unnötige schwarz-grüne Russland-Sanktionspolitik auszubaden? Doch noch einmal zurück zum Telefonat zwischen Nehammer und Putin. Den Medien gab der Kanzler zum Inhalt Folgendes bekannt. Das Thema Gas wurde von Putin selbst angesprochen. Alle Lieferungen werden vollumfänglich eingehalten. Wenige Wochen nach dem Telefonat wird eines völlig eindeutig. Offenbar war Nehammer die Gasversorgung Österreichs bei seinem Gespräch mit dem russischen Präsidenten gar nicht so wichtig, weil er sie selbst nicht angesprochen hat. Und jetzt haben wir das Dilemma. Vielen Dank, Herr Nehammer.